Hallo Leute, Neues von Ola. Wir sind heute durch eines der schönen und abenteuerlichen wildromanischen Täler hier hochgelaufen, durch das Eiderbachtal im Pfälzerwald und laufen jetzt weiter zum Kirschfelsen. Ja, auf diese wunderschöne Tour möchte ich euch gerne mitnehmen. Wenn ihr Lust habt, bleibt dran. Viel Spaß mit dem Video. Hier gibt es auch einen kleinen Wanderparkplatz und da geht auch die Route los. Wir laufen hier vorne links rein. Kommt mit! Es ist sehr frisch heute Morgen. Wir haben mal gerade knapp über dem Gefrierpunkt. Vorbei geht es hier am Berliner Brunnen. Kein Trinkwasser, aber so ein Quellwasser ist auch schmackhaft. Kann jeder für sich entscheiden. Der Weg ist hier sehr angenehm zu laufen. Es geht nicht sonderlich steil nach oben. Sehr gut. Und hier kommen wir am nächsten Brunnen vorbei, den Pummernbrunnen. 1962 erbaut. Und gegenüber dem Brunnen meine Tochter. Und ein kleiner Rastplatz. Sehr idyllisch. Und jetzt laufen wir hier links den kleinen Pfad entlang. Das sieht mal sehr spannend aus. Vorsicht, da kann glatt sein wegen Laub. Wirklich, das Eiderbachtal ist sehr wild, aber auch sehr romantisch.
Der Weg am Eiderbach entlang nach oben ist definitiv das absolute Highlight der Tour. Was man da so alles findet unterwegs. Eine kleine Krippe, Weihnachtsschmuck. So, anscheinend sind wir hier am Ende des Tals angelangt, aber die Tour hat noch einiges mehr zu bieten. Für uns geht es hier links nach oben, Richtung Keschfelsen. So, eine der ersten Wanderungen dieses Jahr, da kommt man doch relativ schnell außer Atem. So, jetzt machen wir erst eine kleine Rast hier am Forsthaus Annweiler und dann gehen wir zum nächsten Spot, den Kirschfelsen. So, unseren Tisch für unsere kleine Rast. Ja, liebe Freunde. Abfall nicht vergessen, der Wald sollte sauber bleiben. Wir hängen das meistens an den Rucksack. So, leicht gestärkt gehen wir weiter zum Kirschfelsen. Noch 2 Kilometer. So, wir nähern uns dem nächsten Highlight der Tour, der Kirschfelsen.
Test des Ersatzmikrofons. Da ich mal wieder vergessen habe, meine Geräte zu laden, bin ich selbst schuld und muss umswitchen. So, jetzt geht es noch ein kleiner Serpentinenweg nach unten. Ja, liebe Wanderfreunde, wir sind quasi am Ende der Wanderung heute angelangt. Ganz in der Nähe ist der Parkplatz, aber aufgrund der nahen Landstraße und des damit verbundenen Verkehrslärms mache ich mal eine Zusammenfassung gleich hier. Ja, die Wegführung sehr abwechslungsreich heute. Es gab sowohl breite Forstwege als auch schöne schmale Wanderwege. Ja, und unterschiedliche Steigungen waren Gott sei Dank auch dabei. Negativ war, dass leider das Forsthaus Anweiler geschlossen hatte. Das nächste Mal muss ich halt besser recherchieren im Internet. Aber die absoluten Highlights waren natürlich am Eiderbach entlang, der Weg durch das Tal, diese vielen schönen kleinen Brücken, diese vermoosten Felsen. Also wirklich traumhaft, wild, romantisch. Absolut klasse. Ja, und natürlich dann auch oben auf dem Kirschfelsen diese grandiose Aussicht über den Pfälzer Wald, einfach phänomenal. Schon allein aufgrund dieser beiden Highlights lohnt sich die Tour definitiv. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Nola.